Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz kurze Frage. Es gibt ja ganz viele, die sagen, der Tempel muss gebaut werden, der dritte Tempel der Juden muss gebaut werden, weil schon alles fertig ist. Und weil die Bibel davon spricht, habe ich schon ganz viele Clips darüber auch gemacht. Meiner Meinung nach spricht die Bibel da nicht von, denn die spricht von einem Tempel Gottes. Aber viele sind trotzdem der Überzeugung, da muss noch ein Tempel gebaut werden. Es gibt eine Bibelstelle, die ich kenne. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber das ist eine, von der ich glaube, dass die unter Umständen dazu dienen könnte, einen Tempel zu begründen. Die spricht aber von einem Haus und von einer finsteren Bundeslade. Das ist die Bundeslade der Gottlosigkeit. Wisst ihr, wo das steht? Wenn ihr mir das sagen könntet, das wäre interessant. Schreibt es in die Kommentare und die nächsten Tage und Wochen schauen wir uns das an. Das wäre die einzige Bibelstelle, von der ich sagen würde, ja, da wird ein Haus gebaut, aber ein finsteres Haus. Kein Tempel Gottes. Nicht mal nach levitisch-aaronitischem Ritus wird dieser Tempel geführt, sondern ein Tempel der Finsternis wird das sein. Und der ist beschrieben in der Bibel mit einer Bundeslade der Gottlosigkeit. Bin ich sehr gespannt, ob ihr wisst, wo das steht. Die Bibel enthält viel mehr, als wir glauben. Und für den, der wirklich die Wahrheit sucht, der wird dort und allein dort die Wahrheit finden. Vornehmlich in Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zwar allein. Neben ihm gibt es keine Rettung, keine Wahrheit, kein Heil, keinen Segen. Allein in ihm ist das Heil. Aber sein Wort ist eine Quelle des Reichtums und der Weisheit und wunderschön. Wisst ihr, wo diese finstere Bundeslade zu finden ist? Also könnte ich jetzt auf die Suche machen, wie die Jäger nach dem verlorenen Schatz und bin gespannt, was ihr da findet. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen. Bis bald.